Das Spannende ist, dass das Netz fast von ganz alleine, sogar häufig ohne die großen Traditionen der Genossenschaften zu kennen, zurückfindet zu alternativen Wirtschaftsformen, also zu Formen, wo sich viele Leute zusammenschließen und ein gemeinsames ökonomisches Ziel verfolgen, ohne das gleich münden zu lassen in, sagen wir mal, einer Aktiengesellschaft oder etwas Ähnliches. Ich glaube, dass die Genossenschaft ein Modell ist, das, obwohl es unglaublich alt ist, trotzdem eine sehr digitale Zukunft haben kann. Und man erkennt das daran, dass quer durch alle digitalen Länder solche Netzwerke, denn nichts anderes ist eine Genossenschaft, tatsächlich mehr und mehr Zuspruch erfahren. Und zwar wirklich in allen Facetten. Von diesen ziemlich deutlich ökonomisch arbeitenden Genossenschaften bis hin zu Netzwerken, die eigentlich Genossenschaften sein könnten. Thank you.